Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir ein paar Level 1 Parallelquests abgeschlossen. Und ja, ich habe offscreen ein bisschen meinen Charakter hochgelevelt auf Level 15, glaube ich. Und so sehen meine Werte mal aus. Also, ich habe alles so erstmal auf 10 gemacht. Keine Ahnung wieso. Und ja, Fähigkeiten habe ich jetzt nichts Neues, glaube ich. Ich habe aber alle gekauft, die ich im Moment kaufen konnte. Ich habe versucht, diese, ich glaube, Mission 4 war das, offscreen zu machen. Und da muss man ja erst gegen Yamshu, Krillin und Tenshinhan ankämpfen. Und danach, danach kamen ja so drei Zeitsoldaten. Die haben wir ja beim ersten Mal erledigt. So, ich habe mal einen von denen erledigt und habe gemerkt, er hat ein Schlüsselobjekt hinterlassen. Also nehme ich mal an, von denen kriegt man einen Dragon Ball. Das Problem ist aber, diese blöden Typen sind alle so, wenn ich so mit meinen Scouter analysiere, also mit der linken Steuerkreuz, dann ja, sind die irgendwie mit Level 40 bis 70. Und was zum Teufel? Wie soll man die denn schaffen? Wie habe ich die beim ersten Mal geschafft? Die ihre Lebensbalken sind irgendwie so zwei Balken lang oder irgendwie so was und ich krieg die einfach nicht down. Also ja, Dragon Balls Farm geht fürs erste Mal nicht. Deswegen machen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Soll, glaube ich, für den Kaioshin irgendwie so ein paar Orte hier besuchen. Ja, wenn ihr Tor da in einem Ziel hat. So, okay. Wir sollen zu verschiedenen Orten hingehen, nehme ich an. Und dort. Komme ich hinein? Irgendwas untersuchen, nehme ich an. Ich glaube, ich muss mich teleportieren oder irgendwie sowas, ne? Oder. Ja, Teleportstation, genau. So, wo willst du hin? Die Sachen irgendwie zu farmen ist voll einfach. Habe ich gemerkt. So, muss ich da hin? Sieht so aus wie so ein Ding auf Beschreibung. Oh Gott, da kann man nicht runterspringen. Weiter bei mir, Mr. Satans Haus. Mal ein bisschen in der Story weitermachen, hallo. Ja, Murasaki. Was geht? Die Kaioshin der Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der Älteste der fünf Murasaki-Brüder. Ich heiße Murasaki. Mein Schicksal steht seit meiner Geburt fest. Als Fünflinge sind wir geboren, um Ninjas zu werden. Aber genug von mir. Du bist sicher hier, um mehr um den großen Zeitspalten zu erfahren. Ich forsche nach, warum Mr. Satans Haus von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Großes Heilmann 1 und 2 sowie die Mitglieder Galaxis-Patrouille kämpfen, um den Frieden zu wahren. Du sollst der Gruppe Cyberman 3 werden und ihnen helfen. Großes Cyberman 3. Wer ich? Auf keinen Fall. Ninjas arbeiten verdeckt und im Hintergrund. Ach ja, Gerüchten zufolge soll Mr. Satan nach einem guten Leibwächter suchen. Wenn er dich nimmt, verdienst du bestimmt gut. Überleg's dir mal. Bei Mr. Satan hast du gerade so Schüler des großen Cyberman werden und dann seine seitigen mächtigen Schurken kämpfen oder Sandy verliehen, indem du als Mr. Satans Leibwächter arbeitest. Mr. Satans Leibwächter zu werden, musst du alle seine Aufträge erfüllen. Sobald er zufrieden ist, wirst du mit Sandy belohnt. Du hältst mehr Sandy, wenn dein Charakter ein Erdling ist. Okay. Wie rassistisch. Kann ich hier schwimmen? Nein. Okay. Uff. Ups. Ja, ich bin schon oft irgendwo gegen gefahren mit dem Teil. Aber es ist sehr schnell, da finde ich gut. Hi, hallo. Macht ihr denn ja? Wo ist das Ironman-Pose? Ich irgendwie nicht, oder? Sehr gut. Ich soll mal den Namen irgendwie da mal entfernen. Das stört mich mal so ein bisschen. Charakteranzahl, Charaktername. Ja, warum kann ich ja jetzt nicht umändern? War eigentlich die andere machen, habe ich noch nicht freigeschaltet oder was, ne? Die da oder auch nicht, verdammt. Okay, Glückopost. Hi Jaco, glaube, hier wird nicht sehr viel passieren. Hallo, was machst du denn? Mein Gott, ist der groß. Hey, du siehst irgendwie wie ein Kämpfer aus.
Weißt du, wer ich bin? Versuch gar nicht, deine Überraschung zu verbergen. Na, ich bin der Stärkste auf der ganzen Welt. Ich bin der Weltmeister, Mr. Satan. Heute muss dein Glückstag sein. Ich suche nämlich zufällig jemanden, der für mich arbeitet. Hast du Lust, mein Lehrwächter zu werden? So eine Chance bekommst du nicht jeden Tag. Hey, was ist denn das für eine Reaktion? Du könntest wenigstens versuchen, mir irgendwie zu antworten. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, nervös zu sein, wenn man vor dem Weltmeister steht. Aber ich sage es dir, mich zu beschützen wäre für jeden auf der Erde die höchste Ehre. Also, was meinst du? Willst du mein Leibwächter sein? Ich sorge dafür, dass du eine anständige Belohnung bekommst. Klar. Hahaha, ich wusste, dass du was sagen würdest. Es ist deine Gelegenheit, einen Superstar zu beschützen. Niemand bei klarem Verstand würde sich so eine Chance gehen lassen. Es war echt dein Glück, dass du mich gerade jetzt angesprochen hast. Ich weiß, dass unsere Verhandlungen schon recht weit gediehen sind, aber ich gebe da noch eine Kleinigkeit. Ganz ehrlich sein, aber ich habe meine Zweifel, ob du wirklich stark bist. Oder sitzt, ich stelle dir einfach eine Aufgabe, dann sehen wir, wie würdig du bist, mein Leibwächter zu werden. Wenn du den Test bestehst, darfst du mein Leibwächter werden. Also reden wir nicht weiter um den heißen Brei rum. Fangen wir am besten gleich mit dem Test an. Also schieße 5 Quests ab. Hey, war das so einfach? Ich gebe ja nicht gern zu, aber ich habe dich vielleicht unterschätzt. Ich werde noch nicht angeben, aber ich könnte sowas ganz locker in 30 Minuten erledigen. Wenn du nicht anstrengst, wirst du vielleicht irgendwann mal so gut wie ich. Und? Was ist, du hast deine Ausbildung noch nicht abschließen können? Ich dachte eigentlich, das wäre ziemlich einfach. Warte, ich hab da schon. Okay. Machen wir auf so nebenbei irgendwann weiter. Jo, jetzt sind Capsule Corporation, oder? Ich guck noch einmal weg, bin ich schon da. So, hi. Ich bin voll weit entfernt von dem. Was geht? Die Kaioshin erzählt mir alles, was ich gesagt habe. Ich heiße Konkon. Ich forsche nach, warum die Capsule Corporation für einen riesigen Zeitspeicher verschwört. Vegeta hat viel trainiert, um stärker zu werden. Du solltest mit ihm trainieren, wenn du mächtig genug dafür bist. Ich? Nee, alles gut. Außerdem sollte ein Ninja andere seine Tricks nicht vorführen. Offenbar hat Bulma etwas Neues erfunden. Angeblich ist es eine Maschine, die Kostüme in etwas anderes verwandelt. Sollst du mal ausprobieren, wenn sie fertig ist. Da kannst du eine Fähigkeit geben, geht auf die Probe stellen und nützliche Ausrüstung erstellen, auch bekannt als Kuckuck-Knalle. Wenn du gegen Vegeta antrittst, stehen dir einige Quests zur Auswahl, in denen du dich mit Vegeta duellierst. Es sind mehrere Quests verfügbar, wenn dein Charakter ein Saiyajin ist. Kuckuck-Knalle können mit Hilfe der Fähigkeit Mischmaschine hergestellt werden. Du kannst verschiedene Ausrüstungsteile zu einem Kuckuck-Knall zusammenpassen, wenn du ein Materialobjekt deiner Ausrüstung hinzufügst. Wirst du noch stärker. Die Seltenheit von Kostümmaterialobjekten wirkt sich auf die Qualität der erstellten Kuckuck-Knalle aus. Selbstgemachte Kuckuck-Knalle übertreffen ihre gewöhnlichen Gegenstücke um ein Vielfaches. Aber wenn du wirklich welche ausrüstest, erhältst du keinen Attributsbonus durch andere Ausrüstung. Super Saiyan ausgenommen. Okay. Hi, Vegeta. Ich kann mit dir nichts machen, ne? Wer bist du? Was willst du von mir? Geh nicht mehr, wenn es nicht um etwas Wichtiges geht. Du störst mich beim Training. Oh Gott. Leider ist wieder nichts, ne? Oh Gott, den ganzen Zaun immer mit. Ah, Trunks und Goten. Wer pennt der einfach so, während die da trainieren? Na, Bulma, wo ist Bulma? Fähigkeiten Mischmaschine. Hier steht jetzt auf Höhe, besprich mich, bevor du mich benötigst Kostüm und Zenny. Vor allem Zenny, du darfst nicht vergessen, du musst unbedingt die Zenny denken, das ist wichtig. Okay. Okay. Kann ich dann zwei miteinander verbinden oder was? Ich habe alles, was ich doppelt hatte, verkauft, verdammt. Hi, Bulma. Hey, hallo, willst du auch eine Fähigkeit Mischmaschine benutzen? Nein, ich dachte, du wärst hier, weil du den ganzen Kritiken der Maschine gelesen hast. Ist das meine Maschine ist nun? Sie entziehen Kostüme die Energie und nutzen sie, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Ich habe sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, um weitere Daten sammeln zu können. Probier sie ruhig mal aus. Darauf haben Pang will bei Dingen als Gewinn nicht, weil war. Okay. Wuff. Wupp. Was ist denn hier? Nix. Da ist eine Wand. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Wie komme ich hier da? Kann ich da rein? Okay. Gut. Nehmen wir an, wir tun die ganzen Funktionen hier erstmal ja so herausfinden und freischalten, ne? Gut. Was? Also ne, boah. Muss mit den Roboter reden, ne? Muss mit Nummer 5 lebt reden. Gut.
Oberelsten aus. Lass mich gerade, da kann man als Namekianer und da habe ich gelesen, Majin Buu's Haus und Freezers. Okay, das ist hier für jeden irgendwas. Ha, ich kann mit Vegeta trainieren. Ha! Er ist schon fast so gut wie Son Goku. Hier ist nix. Siehst du den? Epic Yamshu, weiblich. Was gibt's? Der Kaioshin der Zeit hat mir alles blablabla. Ich bin Chacha. Versuche zu ergründen, Oberelsten aus Namek. Mit den amerikanischen Dragon Balls vor Ort werden wir dauernd angegriffen. Das ist sehr anstrengend. Wir haben zu wenig Leute, die helfen. Kannst du regelmäßig für uns patrouillieren? Vielleicht würde der Oberelste dich belohnen. Weißt du, ich bin ja immer noch nicht begegnet, aber ich habe übrigens gehört, dass hier jemand auf Gartenbau steht und aus irgendeinem Grund andere Dinge auch anbaut als Ajiza. Du solltest dich mal vorstellen, vielleicht bekommst du etwas Brauchbares. Oberelsten, Frieden zu sichern, den du regelmäßig. Du hättest eine Nachricht, wenn die Quest verfügbar ist. Wenn du einen Quest links liegen lässt oder dabei scheiterst, hat der Oberste daraus runter zu leiden. Wenn du gewissenhaft bist und die dortige Ruhe bewahren kannst, bist du für dein Anspringen belohnt. Zuerst kannst du beim Bewohnern in den Feldern Objekte geben oder als Dank dafür andere Objekte im Tausch halten. Du hättest mehr Objekte, wenn dein Charakter Name Kiana ist. Und ihr seid ja alle rassistisch. Nail. Nail. Wer genau bist du? Du kommst nicht von hier. Hm. Nun, du scheinst mir nichts Böses zu sein. Ein wahrlich starker Feind hat dieses Land verwüstet. Du sollst gehen, solange du noch kannst. Was, du willst bleiben? Ist ja klar, dass du einen heftigen Kampf verwickelt werden könntest? Ja. Schütze die Dragon Balls. Okay. Du bist also bereit zu kämpfen, wenn es darauf ankommt. Zähle ich einen Kampf auf dich. Wir kommen und auch noch so früh. Naja, Zeit, dass du dich zeigen kannst. Pass auf. Es ist Zeit zu gehen. Bist du bereit? Ja, was weiß ich. Hol die Dragon Balls, bevor sie die in die Finger kriegen. Es liegt an dir. Lass mal erstmal. Ich will erstmal die Namek-Saga erschaffen. Da kommen schon Charaktere vor, die haben wir noch nicht gesehen. Ich meine, wir kennen die alle, aber trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Boden gut genug ist, um irgendwas anzubauen. Oh, hallo, versuche hier Gemüse anzubauen. Ich heiße Mekuji. Ich weiß, ich bin auch Kern, aber ich bevorzuge den Anbau von Gemüse statt Ajiza. Klingt ja komisch. Vermutlich schon, aber ich habe einfach Freude daran. Ich mache. Es macht besonders viel Spaß, den anderen Völkern auszuliefern. Wenn du magst, kannst du mir bei all denen ja hier vielleicht zur Hand gehen? Ja, sagen, alles wächst besser denn je. Als die Zeit so friedlich war, hilft mir jeder bei Feldarbeit aus. Ja, ich nicht lesen kann, tun heute. Das habe ich dir zu verdanken. Vielen Dank, was habe ich denn gemacht? Und weißt du übrigens, was du mir besorgen könntest? Energiekapseln M, das wäre wirklich hilfreich für die Feldarbeit. Oh, scheint das Objekt nicht bei dir zu haben. Lass mich wissen, wenn du es in die Hände kriegst, danke. Okay. Warum ist die Musik so episch? Gibt es aber auf jeden Fall mehr Sachen zu erledigen, habe ich das Gefühl. Majin Buu's Haus. Eine Dicke nehme ich an, ne? Okay. Bla bla bla, ich bin einer von fünf Brüdern. Bla bla bla, Majin Buu's Haus. Offenbar hat Mr. Buu das Haus nach dem Kampf mit den anderen Buu wieder aufgebaut. Keine Sorge, es ist nicht aus Leuten oder so. Bo liest schon seit Ewigkeiten Bücher. Er sagt, das hat er hat sie von Master Satan. Anscheinend sehen Bo sich nach einer Familie. Darum ist ja jetzt ganz viel darüber. Ich bin näher, dass ich das mal sage, aber Bo ist ganz schön lernbegierig. Du sollst mit ihm reden. Er scheint einiges auf dem Herzen zu haben. Ich niemals. Er macht mir Angst. Manchmal lebt eins von allen. Sollst ihm dabei helfen, seine Familie zu vergrößern. Wenn du in Konton zieht, dir etwas zu essen sammelst und es Majin Buu gibst, bist seine Füllanzeige voll ist, wird ein neues Familienmitglied geboren. Normalerweise kann deine Familie höchstens 6 Mitglieder, aber wenn dein Charakter ein Majin ist, ist dieses Limit auf 10 erhöht. Wenn du einen von Majin Buu's Familienmitgliedern etwas zu essen geht es anschließend spazieren. Bei seiner Rückkehr hältst du ein Objekt, was für ein Objekt sich handelt, von Typ des Mitglieds ab. Superseele, Kostüm, wenn deinem Familien 5-mal etwas zu essen gibt, hältst du eine zufällig bestimmte neue Farbe. Okay. Aber das sind jetzt nicht so Sachen, die man nur aber hier bekommen könnte. Ne? Gibt es nicht so exklusive Sachen, oder? Ich kann mal da rein. Ich kann da rein, oder? Ich kann da rein. Habe ich was zu essen gefunden? Ich heb ja allen möglichen Mist in Content City auf. Ah. Ja, jetzt nicht. Ich bin gerade am Aufnehmen, meine Güte. Muss schon ein bisschen warten.
Oh, hallo, kommst du zum Spielen? Außerdem geht irgendwie der Server nicht gerade. Ich habe es gerade versucht. Jo, du bist die erste Person, die zu Boos Haus kommt, abgesehen von Mr. Satan. Das macht Boo sehr glücklich. Willst du was spielen, verstecken oder willst du was essen? Hm, hast du was zu erledigen? Kannst du darum nicht mitspielen? Boo macht ein Haus, aber nur Mr. Satan kommt zum Spielen. Spaß, ich bin Mr. Satan hier ist, aber Mr. Satan hat wieder und kann nicht lange bleiben. Mr. Satan sieht immer glücklich aus, wenn er von Vidal redet. Vidal ist wohl mehr als eine Freundin. Nur so, Boo wünscht sich irgendwie auch eine mehr als Freundin. Familie? Das heißt Familie? Boo will auch eine Familie. Boo braucht viel Stärke, um eine Familie zu machen. Also muss er sehr, sehr viel essen. Okay, ich essen. Kannst du dich ein Super Saiyan-Dings verwandeln? Nein, auch will ich gerne. Es hat Spaß, wenn Boo eine Familie macht, spielen wir kämpfen. Habe ich Essen? Aha. Ich bin gerade am Aufnehmen. Ich bin erst 5 Parts hier drin, ne? Egal, ich muss ja erstmal hier eine Story mal was machen. Ich kann auch noch gar nichts. Ich krieg schon hier meinen jetzigen Quests aufs Maul. So, was haben wir noch? Freezers Orbital. Weiß nicht, ob ich mich mit Freezer zusammentun. So, hallo. Oh, wir können fliegen. Oh, wir können fliegen. Wieso muss ich die langweilige Arbeit machen? Ich bin ein Kämpfer, kein Mechaniker. Wir empfehlen die nötigen Teile, um mir zu reparieren. Bis die passenden Teile finden, ist das nervig. So, blablabla, 5 Murasaki-Brüder, blablabla, Freezers Orbital. Die Freezer-Armee ist erstaunlich. Sie haben hier wirklich eine ganz strenge Machtstruktur. Ich dachte mir, du untersuchst auch gleich noch ihre Organisationsstruktur, wenn ich schon mal hier bin. Aber anstatt irgendwo rumzuschleichen, hielt ich jetzt für klüger, mich der Armee anzuschließen. Wieso trittst du nicht eurer Freezer-Armee bei? Ich habe gehört, es gibt sogar einen Aufnahmetest. Ich will ja nicht beitreten. Ich will nur gemütlich arbeiten, gemütliches Geld verdienen und den Rest meines Lebens gemütlich verbringen. Ja, das kenne ich. Mission auf Leben und Tod. Strikte Überwachung? Nein, danke, da verzichte ich gerne. Gib einfach dein Bestes, du bist in Elite, oder? Du wirst beim Training sicher zurückkommen. Wenn Freezers Orbiter besuchst, kannst du dich Freezers Armee anschließen. Aber sei vorsichtig, denn du wirst jede Menge Kämpfe bestreiten müssen. Du musst dich für die Seite entscheiden und unter einen oder anderen Commander dienen. Wähle deine Fraktion mit Bedacht, da von deiner Entscheidung abhängt, welche Quests künftig für dich verfügbar sind. Es sind weitere Quests verfügbar, wenn dein Charakter Mitglied des Freezer-Clans ist. Ich kann mich aber den anschließen und irgendwie alle anderen auch noch, oder? Ja, irgendwie kann ich ja nichts machen. So, am Anfang. So. Kann ich auch im ersten Teil vor? Als NPC? Gut. So, wir sind fertig. Wir haben alles besucht. Können wir jetzt weitermachen? Irgendwas? Nein, nicht teleportieren. Könnte noch eine Parallelquest hier reinpacken irgendwie. Da. Ja, muss ich jetzt hin mit Kaioshin reden, oder? Ja. Weil da hier noch ein bisschen Action reinkommen soll, machen wir hier noch eine von den ersten Parallelquests hier noch. Uff. Was haben wir hier? Saiyajin Blut, Pflanzenmannrache, warte. Okay. Ich dachte. Meteorangriff, du kleiner Sieger der Gegner. Ja, los, viel Glück. Ja, ein Kampf werden wir aber noch schaffen, ne? Oh, Pflanzenmänner. Ja, Krillin ist ja mein Meister, also muss ich ihn mitnehmen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der, weiß ich nicht, hilft nicht so. Also mein Balken fühlt sich irgendwie nicht, also keine Ahnung. Und das soll. Und wieder kommt nach einer Mission irgendwie so wieder diese Milchauslieferungssache. Also muss ich die vielleicht mal machen, um weiterzukommen. Ist ein bisschen blöd, da muss ich halt alles onscreen machen. Hi, was geht? Ja, ich bin gerade am Aufnehmen, Kollege. Hey. Ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Also bin ich noch bei Level 1, Mann. So. Pff. Warte mal. Das ist aber alles nur Materialobjekte, ne?
Ist gar nicht, was die alles bringen, sind halt einfach nur jetzt, um so Sachen herzustellen oder was. 17 K.O.? Was? Was, die sind noch welche? Was? Warte mal. Warte mal, da. Was? So, da. Geh mal dahin. Was weiß ich. Machen wir irgendwas platt. Und ich bekomme ich irgendwie, weiß ich nicht, Krillin irgendwie so mehr Erfahrung oder so. Uff. Ja, aber mit den Angriffen scheine ich irgendwie nie was zu treffen, habe ich so das Gefühl. Weil die Gegner, die bewegen sich immer hier in so einem richtig komischen Muster. Hey, was geht? Wuff, wuff. Ach ja, ich kann nicht mehr auflernen. Keine Ahnung, wenn ich offscreen irgendwie die Parallelsquests mache, dann tue ich irgendwie vom ersten Teil die ganzen Fähigkeiten nehmen. Und da habe ich diese Aufladefähigkeit. Aber die habe ich ja noch nicht. Und ich will auch nicht meine ganzen Fähigkeiten aus dem ersten Teil nehmen. Das soll ein neuer Charakter sein. Also ja. Nein. Nicht das Ding schießen. So, aber super Wuttanz, habe ich den schon mal eingesetzt. Hier geblieben. Mache ich ja noch relativ easy platt. Zack. Zack. Aber in dem Spiel sind noch schwieriger, irgendwie aus Angriffen rauszukommen. Also man hat hier so Dingens. Wo ist es? Hallo? Ja. Sofortiger Aufstieg, ja. Das ist nur so eine Ausweichfähigkeit. What? Controller hat auf einmal vibriert. Was zum? Okay. Ich rate, ich muss so schnell wie möglich erledigen. Und dann. Kann ich irgendwie die Bonusvoraussetzungen freischalten oder wie? Ja. Okay. Du man hier eigentlich auch, ich glaube mit Parallelquests tut man auch Charaktere freischalten, ne? Dagegen Pflanzenmänner haben wir gar nicht gekämpft. In der Saiyajin-Saga, also nehme ich mal an, die muss man irgendwie hier so freischalten. Was? Wieso bin ich runtergefallen? Doff. Ja. Wuff. Ja, getroffen. Nein, warte. Komm mal her. Boah. Der Trick kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau, meine ich, die verarschen einen voll. Ey. Das ist auch gut, Mann. Ma. Oh Gott. Boah, ich treffe hier mit nix. Also. Warte jetzt, hinterher. Da, so. Hab ich ja damit aber treffen, ne? Wo fehlt denn hier noch was? Oh, schon im Gebiet. Noch einmal irgendwo drei, ne? So, kommt her. Sind doch recht chillig, die Gegner. Wo ist auch Goku hier? Dieser einen letzten Parallelquest, die wir gemacht haben, der war ganz schön schwer. Wenn er mit seiner Ultimate und also was trifft. Ah. Von einem Ding getroffen. Boah. Zack. Weil ich. Wie ich mir mit den ganzen, weiß ich nicht, diesen Häusern und so machen soll. Ich weiß nicht. Offscreen machen soll oder so. Wenn ich das zum ersten Mal mache, jetzt zeige ich das natürlich erstmal. Ich weiß noch nicht, was das ist. So, das ist der letzte. Den kriegen wir. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. So. Doof, 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 doof. Boah. Ich hab gesagt,
Doof, 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 doof. Das gibt's doch nicht. Was soll das? Was bedeutet das überhaupt? Zuschaueranfrage, willst du bei mir zugucken oder was? Ah, Meteorangriff. Ja, jetzt hätte mir da die kann man glaube ich ausgeben für Dingens hier, für wenn man kein Geld hat, ne? Nehme ich an. Aber ich habe eigentlich immer genug Geld, ne? Jetzt sagt wahrscheinlich Krillin ja mich aus die Formel irgendwie so was, ne? Nö, okay. Sag mal. Jetzt haben sich neue Sachen hier. Schon wieder. Last alles. Schau so, Hut mit Kragen. Glanzschuss. Solange ich die ganzen Techniken immer habe, ist eigentlich gut. Das habe ich noch nicht, Mann. Ja, da ist die Mission hier. Da muss man erst Krillin am Schuh und Tenshinhan besiegen, dann kommen diese Zeitsoldaten und die machen mich vollkommen fertig. Weil die Level 50, 60 oder irgendwie so was sind. Das ist auch voll gestört. Okay, was? Achso, da ist schon Level 2. Ach, ich habe Level 1 abgeschlossen. Was? 7? Ja, okay. Ich habe 1 abgeschlossen. Ja, ausgezeichnet. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann. Weil ich mache meine Story weiter oder so. Wer ist er denn? Collage. Hast du Essen? Wieso? Bist du hungrig? Michael, aber ich habe gerade nichts. Ich hoffe, du findest was. Leck mich am. Also ich muss halt irgendwo finden. Kann ich hier irgendwie in die Krühe reinfassen, wie in Dragon Quest? Keine Ahnung. Okay, da kann ich schon in der Zeit. Da müssen wir als erstes weitermachen, nehme ich an. Dann heißt es wohl auf nach Namek in der nächsten Folge, oder? Ja, keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier an der gleichen Stelle, wo wir auch angefangen haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.